Wir wollen uns in diesem Video mit der elektrischen Energieerzeugung von Stein- und Braunkohlekraftwerken beschäftigen. Dadurch, dass diese Kraftwerke global immer noch einen sehr, sehr großen Anteil haben an der Energieversorgung. Wenn man sich das mal mit aktuellen Daten vergleicht, so ist Kohle, was die Versorgung mit Primärenergiequellen angeht, auf Platz 2. Wir sind weltweit 2019 bei ungefähr ja, 44 Petawattstunden Primärenergie, die durch Kohle gedeckt wird. Damit ist wie gesagt, Kohle auf Platz 2. Das Öl ist der größte Energieträger. Da sind wir ungefähr bei ja, knapp 54 Petawattstunden aus Erdöl. Platz 3 ist das Erdgas mit knapp 40 Petawattstunden. Als die drei großen Primärenergiequellen. Dennoch spielt die Kohle weiter eine sehr zentrale Rolle. Angefangen hat das ja, Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der industriellen Revolution in Mitteleuropa nach dem Beginn in Großbritannien. Das war dann schon Ende des 18. Jahrhunderts. Und dem Einsatz der Kohle als Energieträger. Und ja, dann Mitte des 19. Jahrhunderts ging dann der Kohlebedarf stark rauf, ist angewachsen und mit Beginn des 20. Jahrhunderts war die Kohle der größte Energieträger oder der zentralste Energieträger weltweit. Ist dann Mitte des 20. Jahrhunderts, so 1960, ungefähr abgelöst worden vom Erdöl. Durch den starken Anstieg natürlich im Transportsektor. Das Gas hat auch aufgeholt, auch Beginn Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Kohle hat dann Beginn der 2000er Jahre und der sehr schnellen Entwicklung in China nochmal eine Renaissance erlebt, sodass wir jetzt bei diesen 44 Petawattstunden Primärenergieverbrauch sind durch die Kohle. Insbesondere zur elektrischen Energieerzeugung, weil die Kohle spielt für die Wärmeversorgung mittlerweile eine ja, vernachlässigbare Rolle. Kohle ist ein Energieträger, der hauptsächlich genutzt wird in Kohlekraftwerken, also in Dampfkraftwerken. Und das wollen wir uns in diesem und in folgenden Videos einmal genauer ansehen. Wenn wir den Blick nach Deutschland. So stellen wir fest, dass die industrielle Entwicklung Deutschlands primär auf der Kohle beruht. Hier in der Darstellung ist zu erkennen, wie sich die Primärenergieversorgung in Deutschland entwickelt hat. Beginn des 19. Jahrhunderts, also 1815, bis heute mit Daten von der Webseite Our World in Data. Da sieht man den Verlauf mit Beginn der industriellen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1845, 1850. Der graue Bereich, das ist die Kohle als Energieträger. Diese beiden Bereiche hier oben, das sind also Muskelkraft, Mensch und Tier, die eingesetzt wurden für die Produktion. Wir haben dann noch die traditionelle, also die Biomasse, das ist hier in dem Bereich. 19. Jahrhundert natürlich die traditionelle Biomasse, also Holz, Verbrennung, die genutzt wurde. Und dann sehr schnell hat die Kohle die Energieversorgung übernommen. Das heißt, also wir sehen hier den sehr starken Anstieg bis zum ja, Beginn des 20. Jahrhunderts. Danach blieb die Versorgung relativ stabil. Man sieht immer noch diese Zacken. Das sind dann halt globale Ereignisse wie der Erste Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise und dann hier natürlich der Einbruch nochmal mit dem Zweiten Weltkrieg. Die Nutzung von Erdöl, das hat in den 30er Jahren ist es angestiegen, dann durch den Weltkrieg eingebrochen, hat danach hat das Erdöl in Deutschland wie global also auch einen sehr großen Anteil an dem Primärenergieverbrauch. Die Kohle ist in ihrer Bedeutung zurückgegangen. Wir sehen, dass dann Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland das Erdgas hier in Gelb dargestellt einen steigenden Anteil hat, insbesondere was die Wärmeversorgung
angeht, Raumwärme, Warmwasser, aber natürlich auch Prozesswärme. Die Kohle hat an Bedeutung verloren in Deutschland. Das findet sich in ja, fast allen alten Industrienationen wie auch Großbritannien oder den Vereinigten Staaten. Man sieht hier unten noch die Kernenergie als weitere fossile Energiequelle in Deutschland mit Beginn der 1970er Jahre einen Anstieg, der aber in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Die Kohle spielt immer noch eine große Rolle in Deutschland, sowohl die Steinkohle als auch die Braunkohle in den Kraftwerken. Ziel muss es sein, langfristig natürlich aus diesen fossilen Energieträgern, also Kohle, Erdöl, Erdgas auszusteigen, da diese drei Energieträger zu den Treibhausgasemissionen und damit zum Klimawandel beitragen. Das heißt also, die Energieversorgung Deutschlands muss umgestellt werden, wie auch in den übrigen Ländern der Welt, sodass dann hier unten dieser hellgrüne Bereich, das ist der regenerative Bereich, Wasserkraft, Windenergie und die Solarenergie, die müssen 100% der Energieversorgung mittelfristig bereitstellen, um die Klimaauswirkungen in den Griff zu bekommen. Ein weiterer Beleg für die Bedeutung der Kohle in der elektrischen Energieerzeugung ist, wenn man sich mal ansieht, wie die jährliche Nettostromerzeugung sich in Deutschland verändert hat. Wenn wir dazu mal vergleichen, die Daten von 2002, da haben die Steinkohlekraftwerke, die wir in Deutschland hatten und auch noch haben, ungefähr 114 Terawattstunden an Nettostrom erzeugt. Das ist die Nettostromerzeugung für 2002. Die Braunkohle hat einen noch etwas höheren Anteil gehabt. Das waren 141 Terawattstunden an Stromerzeugung. Und was an dieser Stelle auch noch ergänzen können, dass das gleiche thermodynamische Prinzip ist zur elektrischen Energieerzeugung. Das sind die Kernkraftwerke, also die Kernenergie. Die haben im Jahre 2002 157 Terawattstunden elektrischer Energie erzeugt im Jahre 2002. Wenn wir uns das heute angucken, also mit dem Zuge der Energiewende, dem Zubau von Photovoltaik- und Windanlagen, hat die fossile Energieversorgung an Bedeutung deutlich verloren. Wir sind mittlerweile im Jahre 2020, hat die Steinkohle lediglich ja, knapp 36 Terawattstunden Nettostrom erzeugt, also eine Drittelung der Energieerzeugung. Die Braunkohle hat immer noch eine große Bedeutung in Deutschland mit rund 82 Terawattstunden und die Kernkraft im Jahre 2020 hatte noch einen Anteil an Nettostromerzeugung von 61 Terawattstunden. Das heißt, also in allen Bereichen ist die Nettostromerzeugung zurückgegangen, dadurch, dass wir mit den regenerativen Energiesystemen, insbesondere der Windenergie, die Stromversorgung in Deutschland realisieren. Die Kernenergie wird Ende des Jahres 2022 in Deutschland auslaufen. Das heißt, dann wird dieser Wert hier auf Null fallen. Die Steinkohle, Braunkohle soll nach den Plänen der Bundesregierung bis 2038 auch auslaufen, dass wir also aus der Kohleverstromung aussteigen in Deutschland. Das ist das ja, letztmögliche Datum. Die Kraftwerke könnten aber auch schon früher abgeschaltet werden, sodass Deutschland vielleicht es sogar schafft, früher auszusteigen aus Sicht der Treibhausgasemissionen. Und des Klimaschutzes müsste der Ausstieg viel früher erfolgen. Aber das ist jetzt der Plan der Bundesregierung, dass also die Stein- und Braunkohle bis 2038 auch ebenfalls hier auf Null fallen wird. Dennoch spielen diese Kraftwerke, also die Kohlekraftwerke und die Kernkraftwerke, immer noch eine entscheidende Rolle bei der Stromversorgung, haben immer noch ihren entscheidenden Anteil an der Stromversorgung. Und wir wollen jetzt
ansehen, wie die thermodynamischen Funktionalitäten sind, also wie sind die Gesetzmäßigkeiten. Die Stahl- und Braunkohlekraftwerke wie die Kernenergie basieren auf dem gleichen thermodynamischen Kreisprozess, dem Clausius-Rankine-Prozess. Das heißt also der Erhitzung von Wasser, der Verdampfung von Wasser und der Nutzung der Energie, die in dem Heißdampf gespeichert wird oder in den Heißdampf übertragen wurde, zum Antrieb einer Turbine und um damit dann elektrische Energie zu erzeugen. Das soll jetzt das Thema dieses und der folgenden Videos sein.